Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ich möchte euch heute zeigen, wie dieses Crisscross-Muster gestrickt wird. Das könnt ihr direkt übereinander stricken oder eben auch versetzt. Und je nachdem, wie ihr das strickt, gibt das halt einen unterschiedlichen Effekt. Ist super leicht, ihr müsst nämlich nur rechte Maschen können in Runden und in Hin- und Rückreihen rechte und linke Maschen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das gemacht wird, dann bleibt dran und ich zeig's euch. So, bevor es mit unserem Muster losgeht, hier ein kurzer Hinweis. Ich stricke mit der Online Makado. Die hat 35 Leinen, 35 Baumwolle und 30 Seide. Tolles Garn. Und meinen Adinovell-Nadeln für alle, die fragen. So. Und unser Muster hat einen Rapport von insgesamt 6 Maschen. Das heißt, ihr braucht ein Vielfaches von 6 in Runden. Und in Reihen empfehle ich euch rechts und links 3 Randmaschen, damit sich das nicht verzieht. Ich habe hier also 30 Maschen. Dann habe ich 2 Reihen kraus gestrickt, das braucht ihr auch nicht unbedingt, da könnt ihr ja dann mit einem Muster anfangen. Und dann habe ich eine Hin- und Rückreihe glatt rechts gestrickt. So, jetzt können wir loslegen. Und zwar ist die Hinreihe für unser Muster erstmal ganz einfach. Ich stricke hier alle Maschen rechts. Also in der Hinreihe passiert hier noch nicht viel. Diese erste Hinreihe ist aber wichtig. Warum? Werdet ihr gleich sehen. So, Hinreihe ist geschafft. Und in der Rückreihe stricke ich die ersten Randmaschen. Die stricke ich kraus, so wie ich euch das ja schon angekündigt habe. So. Zack. Und jetzt stricke ich alle meine linken Maschen mit einem doppelten Umschlag ab. Das heißt, ich gehe hier rein und wickel den Faden 2-mal um die Nadel. Da ist ein doppelter Umschlag drauf. Nochmal rein, 2-mal um die Nadel. Ich halte es mir ein bisschen fest, damit der Umschlag mir nicht abhaut. Und durch. Rein, doppelter Umschlag durch. Rein, doppelter Umschlag durch. So, das macht ihr selbstverständlich über alle Maschen bis zu den Randmaschen. Also alle Maschen, die wir jetzt hier in der Mitte links stricken, strickt ihr mit doppeltem Umschlag ab. Wenn ihr das in Runden strickt, dann strickt ihr jetzt in der Runde alle Maschen rechts mit einem doppelten Umschlag ab. Ja? Und da müssen wir auch gucken, hoppala, dass uns die Masche auch durch die Masche geht. So. Ja. Also in Runden werden alle Maschen rechts mit einem doppelten Umschlag gestrickt. Und da sind wir auch schon fast am Ende. So, und meine 3 Randmaschen stricke ich wieder rechts. So. Jetzt habt ihr hier überall diese doppelten Umschläge auf der Nadel. Das wollen wir auch haben. Und jetzt nächste Reihe. Erstmal meine 3 Randmaschen gestrickt. Und jetzt habe ich hier meine ganzen Doppelmaschen. Die hebe ich ab, und zwar stückweise. 1, 2, 3, 4, 5, 6 für meinen 6-Maschen-Rapport. Wenn ihr das mit anderen Maschenzahlen machen möchtet, dann müsst ihr das natürlich umrechnen. Dann könnt ihr hier aber zum Beispiel auch 8 nehmen oder 10. Oder auch nur 4. Mit 4 sieht es ein bisschen schmal aus. Also ich finde, man sollte mindestens 6 haben. So, jetzt liegen die alle abgehoben auf meiner Nadel. Und jetzt gehe ich in die ersten 3 mit der linken Nadel rein. Halte mir jetzt hier die Maschen fest. Und ziehe die vorsichtig durch diese 3 Maschen durch. Da. Dann lege ich die wieder nach links drauf. Und jetzt stricke ich die alle einfach rechts ab. So. Ich halte mir die, ihr seht, ich halte mir die hier fest, damit die mir nicht abhauen. Und dann alle 6 abstricken, und dann sieht das Ganze so aus. So, ich zeige euch das nochmal.
Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen hier abheben und dabei lösen sich ja die Umschläge auf und damit werden die Maschen länger. Und deswegen können wir das Ganze hier durchziehen, dann an den vorderen vorbei in die nächsten 3 Maschen gehen, von links aus gesehen, und die 3 hier durchziehen. Dann haben wir das wieder da. Können wir das nach links legen. Und dann können wir alle nacheinander abstricken. Und ich halte mir die hier schön hinten mit dem Mittelfinger fest. So. Damit kreieren wir eine Kreuzung nach links. Das geht natürlich auch in die andere Richtung. Wenn es nach links geht, geht es auch nach rechts. Dafür auch wieder nacheinander unsere 6 Maschen abheben und dabei die Umschläge auflösen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und jetzt müssen wir das erstmal nach links legen. Und jetzt hier die ersten 3, also die, ne, die linken 3 uns schnappen. Geht ja immer um die linken 3. Und jetzt ziehen wir die linken 3 über die rechten 3. Dann haben wir das wieder andersrum. Und dann können wir auch diese Maschen wieder ganz normal rechts abstricken. So, und dann bewegen die sich einfach in die andere Richtung. Machen wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umschläge sind aufgelöst. Dann auf die linke Nadel. Und die hinteren 3 schnappen. Über die vorderen 3 drüber ziehen. Und schaut auch, dass die Maschen in der gleichen Reihenfolge bleiben. Ne? Also hier, das kann man eigentlich hier durch ganz gut sehen und dann alle nacheinander abstricken. So. Zack. Und das ist schon für diesen Teil der ganze Spuk. Jetzt drehen wir wieder um. Und die nächsten 4 Reihen zeige ich euch nicht, die kriegt ihr nämlich ohne mich hin. Wir stricken jetzt hier 4 Reihen glatt rechts. Das heißt, eine Rückreihe links, eine Hinreihe rechts, eine Rückreihe links, eine Hinreihe rechts. Das sind 4 Reihen. Wenn ihr das in Runden strickt, dann würdet ihr jetzt 4 Runden glatt rechts stricken. So, und wir machen 4 Reihen glatt rechts, dann seid ihr wieder am Ende der Hinreihe. Da wollen wir hin, also hier wieder an den Anfang der Rückreihe. Und wenn ihr dort seid, sehen wir uns wieder. Hier mal ein kleiner Einschub, wenn ihr das Muster mit einer anderen Maschenzahl strickt. Wir haben ja jetzt hier mit 6 Maschen gestrickt, ne? Und wir haben ja hier 4 Reihen dazwischen glatt gestrickt. Im Grunde genommen sind das aber 6 Reihen, denn die eine Reihe ist ja die, wo wir die Maschen doppelt abstricken und die andere Reihe ist die, wo wir die kreuzen. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wenn ihr das Ganze mit einer anderen Maschenzahl strickt, dann strickt ihr dazwischen so viele Reihen, wie ihr Maschen habt, minus 2. Diese 2 Reihen sind nämlich die Reihen vom Kreuzen und die Reihen vom Doppeltabstricken und dazwischen werden die Reihen glatt gestrickt. Also so viele Reihen, wie ihr Maschen habt, minus 2. Das heißt, wir hatten hier 6, stricken wir 4 Reihen dazwischen, habt ihr 8, strickt ihr 6 Reihen dazwischen und so weiter und so weiter. Und dann ergibt sich eben unser schönes Muster hier. So, ich habe meine 4 Reihen gestrickt. So sieht das Ganze jetzt aus. Das können wir am besten von links zählen, denn
Wir haben jetzt hier von links 5 Reihen. Die erste Reihe ist die, wo wir diese verkreuzten Bögen gemacht und abgestrickt haben. Und das sind jetzt, also das hier die erste. Und dann haben wir jetzt die 4 Reihen, die wir danach gestrickt haben. 1, 2, 3, 4. Ihr habt jetzt hier über dieser Kreuzung also 1, 2, 3, 4, 5 Reihen, wenn ihr das nachzählen wollt. So. Und jetzt machen wir hier vorne wieder unsere 3 Randmaschen. Zack. Und jetzt geht das ganze Spiel einfach von vorne wieder los. Das heißt, alle Maschen hier in dem Fall links mit einem doppelten Umschlag abstricken. So, schön immer zweimal rum um die Nadel. Ich arbeite ja an der Stelle immer mit dem linken Finger ganz doll. Und wickel mir das da zweimal rum. Wer hier Fadenschwinger ist, der macht dann den, dass er zweimal rumschwingt. So. Und damit alle linken einmal stricken. So. Und die letzten 3 wieder rechts. Und auch jetzt geht es hier von vorne wieder genauso los. Also all das, was wir vorhin schon gemacht haben, wiederholen wir jetzt einfach. Das heißt, wir lösen unsere 6 Maschen mit den doppelten Umschlägen auf, indem wir die abheben. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann kreuzen wir die zum Beispiel in die gleiche Richtung. So, dann zeige ich euch, wie das aussieht. Zack. Wenn ich die in die gleiche Richtung kreuze. Also dann machen wir genau das gleiche, wie wir vorhin gemacht haben. So. Und das mache ich auf der zweiten auch. Ich nehme mir immer 2 Maschen parallel runter. Das geht dann ein bisschen schneller. Und dann auch wieder linke Nadel durch. Die Maschen hier durchziehen. Zack, drauflegen und abstricken nacheinander rechts. So. Sieht jetzt so aus, wenn wir das hier immer in die gleiche Richtung kreuzen, machen wir dann natürlich hier an der anderen auch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das geht mit der anderen Richtung natürlich auch. Dann müssen wir das nach links wiederlegen. Und dann die zweite Hälfte über die erste Hälfte ziehen. So. Schön darauf achten, dass sich hier alle Maschen immer noch in der gleichen Reihenfolge liegen. Und dann abstricken. Da ist mir eine gefallen, das ist aber nicht so schlimm. So. So sieht das aus, wenn wir das jetzt also immer in die gleiche Richtung machen. Aber wenn wir das in die gleiche Richtung machen, können wir das natürlich auch in die andere Richtung machen. Dafür hebe ich hier auch wieder meine 6 Maschen ab, löse den Umschlag auf. Und hier habe ich ja vorhin, genau wie hier, die zweite Hälfte über die erste Hälfte gezogen. Und hier machen wir es jetzt genau wie am Anfang. Wir heben dann die erste Hälfte über die zweite Hälfte. Schön darauf achten, dass sich da nichts verdreht. So. Zack. Und zack. Und zack. Und 5 und 6. Und die letzten 3 stricken wir auch noch. So. Wenn ihr das gegenläufig macht, dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt wird das einfach immer nur wiederholt. Ihr könnt das also alles nach rechts laufen lassen oder alles nach links oder einmal nach rechts und einmal nach links. Das könnt ihr jetzt machen, wie ihr wollt.
Ich stricke jetzt mal hier noch einen Mustersatz drauf und dann zeige ich euch noch eine Mustervariation. Die habt ihr ja am Anfang vom Video schon gesehen. Die ist auch nicht schwer. Ihr müsst jetzt nur nach dieser Reihe immer, hier seht ihr übrigens unsere erste Reihe mit den linken Knötchen, eure vier Reihen glatt drauf stricken. Und wenn ihr das habt, sehen wir uns hier wieder. So, ich habe jetzt hier mal noch einen Mustersatz drauf gestrickt. Das heißt, bei denen, die immer in die gleiche Richtung gehen, sieht das Ganze so aus. Hier einmal in die andere Richtung. Und da ist der Zopf, wo wir das Ganze einmal versetzt gemacht haben. Also einmal nach rechts, einmal nach links, einmal nach rechts. Das ist so die Optik, die das Ganze hat. Wenn wir die jetzt genau übereinander positionieren können, können wir die natürlich auch versetzen. Und das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Dafür strickt ihr alle eure Zwischenreihen so wie immer. Und in der Rückreihe habe ich hier die ersten und letzten drei Maschen einfach nur ganz normal gestrickt. Denn wir versetzen jetzt sozusagen unser Criss-Cross-Muster einmal hier von Mitte zu Mitte. So, also meine Randmaschen habe ich, die ersten habe ich nur ganz normal gestrickt. So, und das heißt, hier in der Mitte bis zur anderen Mitte geht jetzt unser Criss-Cross-Zöpfchen. Dafür hebe ich die Maschen jetzt auch wieder ab. 1, 2, 3. Also es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Da ist die sechste. Jawohl. Und die mache ich jetzt einfach mal alle in die gleiche Richtung. Also so, dass wir uns hier die ersten drei schnappen und die anderen drei durchziehen. Das machen wir auch genauso, wie wir das die ganze Zeit gemacht haben. Mal schön darauf achten, dass die auch in der gleichen Reihenfolge sind. Da kann man hier unten mal nachziehen. Legen die sich eigentlich wieder dahin, wo sie hin sollen. So, dann stricken wir die auch wieder rechts ab. Also im Grunde genommen genauso, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Und dann geht das fröhlich weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn ich die jetzt alle in die gleiche Richtung kreuze, dadurch, dass ich ja hier einmal nach rechts bin und ich ja jetzt die ganze Zeit meine Kreuzung nach links mache, seht ihr auch gleich, wie das aussieht, wenn ich beim Versetzen zusätzlich noch die Richtung ändere. So, na komm her. Das war verkehrt rum. So, der geht da durch. So, na komm her, du Schwein. Da sind wir. Da stricken wir die drei wieder ab. Und dann machen wir das jetzt hier auch noch mit den letzten sechs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr seht, die letzten drei Maschen von unserer Reihe habe ich hier jetzt auch wieder einfach auf der Rückreihe nur ganz normal links gestrickt, ohne einen doppelten Umschlag. So. Stricken wir die auch ab. So, zack. Und dann stricken wir unsere restlichen Maschen natürlich auch noch ab. So, da passiert also auf den restlichen Maschen nichts, sondern auf diesen Criss-Cross-Maschen hier. Und wenn wir die versetzen, dann entsteht einfach ein anderes Musterbild, wie ihr sehen könnt. Und auch je nachdem, wohin wir die versetzen. Wenn ihr das in der nächsten Reihe wieder versetzt, dann macht ihr natürlich wieder alle Maschen hier zu Doppelmaschen und criss-crosst die ersten sechs. Und dann, wenn ihr das wieder versetzt, lasst ihr wieder die ersten und die letzten drei aus. Und dann sieht das Ganze so aus. Also das ist eure Mustervariation. Da könnt ihr euch wirklich auch austoben, wie ihr wollt. Wie das dann im Gesamten aussieht, habt ihr ganz am Anfang vom Video gesehen. Das kriegt ihr auch ohne mich hin. Das ist auch wirklich nicht schwer, weil sind ja nur rechte und linke Maschen. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Empfehlt mich gerne weiter. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.
Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.